Zwei simple Technikübungen, die in meinen Augen gut sind, die man immer einbauen kann, die nicht viel Zeit fressen und die, wie gesagt, für das gesamte Verständnis vom Kraulschwimmen sehr gut sind. Die erste kennt wahrscheinlich jeder, Kraulabschlagschwimmen. Ist dahingehend gut, weil die Leuten hilft, die mit ihrem Armzug zu weit sind, bevor die Hüftrotation kommt. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, seht ihr später auf dem Video. Und ist auch gut, um das alles ein bisschen langsamer zu machen. Also ich meine, die Züge werden langsamer und man hat dadurch mehr Zeit, sich auf den eigentlichen Armzug zu konzentrieren. Das ist eine super Technikübung, kann man aber auf jeden Fall auch falsch machen. Deshalb jetzt hier einmal vorgemacht, worauf es im Prinzip ankommt. Also wenn man sauber Kraul Abschlag schwimmt, ist es wichtig, dass wenn die eine Hand die andere berührt, dass trotzdem dann, bevor der Armzug kommt, die Schulter von dem ziehenden Arm erstmal in tiefes Wasser kommt. Also wir brauchen trotzdem die Bewegung und die Schulterarbeit, damit wir nicht irgendwie hier so auf der falschen Seite liegen, wenn der Armzug beginnt. Und das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles, worauf ihr achten solltet. Natürlich gelten die normalen Prinzipien mit korrekter Kopfposition, Luftkissen für die gute Wasserlage, kleiner Beinschlag, Körperspannung etc. Das gilt immer. Also die Wasserlage ist immer Trumpf und die muss bei allen technischen Übungen stimmen. Und dementsprechend logischerweise auch beim Abschlagschwimmen. Aber ansonsten ist es im Prinzip nur wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr vorne in den Zug reinrollt und dass ihr hinten mit der Zuglänge komplett alles rausholt. Okay, und dann sieht es wie folgt aus. Und das war es auch schon. Also wirklich sauber darauf achten, dass ihr erst mit dem Zug beginnt, wenn die andere Hand wirklich ganz vorne ist. Und ansonsten ist es eine sehr schöne Übung, weil ihr einfach automatisch immer schön viel Druck an der Hand habt. Gut, die zweite Übung ist eine super Übung, um ein bisschen an der gesamten Stromlinienform zu arbeiten. Also Streamlining auf Englisch. Viele Leute, wenn die das Wort Streamlining hören, denken automatisch an den Abstoß. Und da ist es auch da, das ist der Moment, wo es am wichtigsten ist und wo der Begriff am meisten verwendet wird. Ihr solltet aber an Streamlining nicht nur denken, wenn ihr euch abstoßt, sondern auch beim Schwimmen an sich. Ihr könnt beim Schwimmen, bei jedem Armzug und bei allem, was ihr beim Schwimmen macht, immer darauf achten, dass ihr dem Wasser die geringstmöglichste Stirnfläche, also den geringstmöglichsten Widerstand bietet. Das ist essentiell wichtig. Also wenn man irgendwann mal richtig gut im Schwimmen werden will und richtig schnell werden will, dann ist der größte Gegner von euch immer der Wasserwiderstand. Und dementsprechend machen wir jetzt immer drei Züge und nach jedem dritten Zug gehen wir auf die Seite, achten darauf, dass wir hier schön in einer Linie sind, machen 6 Beinschläge, machen dann wieder 3 Züge und sind auf der anderen Seite. Wenn ihr in diese Pause geht, versucht die wirklich zu beschleunigen und euch nochmal richtig reinzustrecken und wirklich dann mit dem Beinschlag zu gleiten. Okay, sieht aus wie folgt. Eine Sache, auf die ihr gut achten könnt bei der Übung, wenn ihr vorne in die Streckung geht, versucht euch wirklich direkt nach vorne zu strecken. Nicht irgendwie in die Mitte greifen, sondern breit greifen. Direkter Weg nach vorne zur anderen Seite vom Becken. Leute, die so in Schlangen schwimmen beim Kraulen, sind häufig die Leute, die vorne hier übergreifen. Das ist eine sehr gute Übung, um daran zu arbeiten. Und ansonsten einfach generell eine super Übung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie habe ich wenig Wasserwiderstand und wie komme ich wirklich vorwärts. Und wenn ihr bei technischen Übungen schon so außer Atem seid wie ich, dann wisst ihr, dass ihr definitiv zu wenig trainiert habt, ein fauler Sack seid
und es Zeit wird, irgendwas zu machen, weil so schwimmt man nicht schnell. So kann man vielleicht noch schön schwimmen, aber wer mich kennt bei Swimazing, ich sag immer, schön schwimmen interessiert kein Schwein. Es zählt nur die Uhr. Okay, also dementsprechend Training, Training, Training.